Das waren Gespräche mit großer Ernsthaftigkeit, mit extremer Detailtiefe. Wir mussten als Freie Demokraten diese Gespräche zu 100% ehrenamtlich leisten. Das war nicht einfach. Wir haben eine große Zahl Ehrenamtlicher, die neben ihrer beruflichen Verpflichtung bis spät in die Abendstunden Detailarbeit hier geleistet haben. Und wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um in den Bereichen, in denen es besonders knifflig war, die aber auch besondere rechtliche Herausforderungen geboten haben, uns bis in die kleinsten Details mit der Materie auseinanderzusetzen, weil wir vermeiden wollten, dass wir am Ende etwas vereinbaren, was vielleicht faktisch gar nicht umsetzbar ist, und wir die offenen Fragen dann in die Zusammenarbeit tragen, weil wir uns der großen Verantwortung bewusst sind. Wir gehen hier ein neues Bündnis ein in einer schwierigen Zeit, und deswegen galt hier Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, im Bereich der Energiepolitik mussten unsere Verhandler tief in die Fragen der Raumordnung und Landesplanung einsteigen. Da gibt es sehr komplexe Regelungswerke. Das ist mit Verlaub für Laien zum Teil sehr schwierig, wenn man nicht tiefgreifend vorgebildet ist in diesem Bereich. Die haben sich das in kürzester Zeit angeeignet, und ich finde es großartig, was dort geleistet worden ist. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes politische Gestaltung aus der Bürgergesellschaft heraus.